Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich bin die Mira und das ist das erste Video hier auf diesem Kanal. Ich habe einen neuen Kanal aufgemacht, also mein Hauptkanal ist ja Miraculina. Und das ist jetzt ein Zweitkanal von mir. Hier kommen alle Sachen, also ist geplant, dass alle Sachen kommen zum Thema Ernährung, zum Thema Food. Also meine ganzen Food Hauls werde ich jetzt hier auf diesem Kanal hochladen. Ich werde Food Diaries aber auch drehen. Macht mir auch sehr viel Freude. Kam auch ganz gut an auf meinem Hauptkanal. Das hatte ich mir schon einmal ausprobiert. Aber auch wenn ich zum Beispiel HelloFresh bekomme und die unboxe oder kochen und backen, sowas alles, das möchte ich gerne hier auf diesem Kanal hochladen. Dann hat der Kanal komplett was mit dem Thema Ernährung zu tun. Zum Beispiel könnten wir auch demnächst mal wieder sprechen über ja, meinen Abnehmerfolg, meinen Abnehmweg, wie ist jetzt so der Stand der Dinge, wie läuft es gerade weiter. Der letzte Stand der Dinge war ja, glaube ich, die minus 15 Kilo und dann gab es so eine kleine Pause wegen meinem Trauerfall. Und ja, also so Ernährungssachen, also das würde ich alles gerne hier auf diesem Kanal hochladen und ich finde die Trennung dann persönlich sehr, sehr gut. Auf meinem Hauptkanal kommen dann hauptsächlich nur noch Daily Vlogs und natürlich, wenn ich Kooperationen mit anderen YouTubern zusammen habe. Da kommen demnächst auch ein paar mehr auf meinem Hauptkanal. Also ich war da im Hintergrund schon wirklich super, super fleißig mit ganz, ganz vielen tollen Mädels, dass wir da tolle Sachen zusammen auf die Beine gestellt haben. Aber auch so Seelenvideos und Weihnachten würde ich ja gerne. Das hatte ich ja vor 2 Jahren, das ging letztes Jahr nicht. Weihnachtsmärkte ja auch ganz viel abgefilmt. Das hat mir auch besonders Freude bereitet. Würde ich gerne dieses Jahr, wenn die Weihnachtsmärkte offen haben, auch nochmal machen. Und ja, sowas alles kommt dann auf den Hauptkanal, aber hauptsächlich natürlich Daily Vlogs. Und auf diesem Kanal kommen jetzt hauptsächlich alle Sachen zum Thema Ernährung. Ich habe auch noch einen dritten Kanal, also da kommen nur Food Reviews. Und dann finde ich es die Trennung sehr, sehr schön, sehr, sehr klar. Und es ist nicht mehr alles auf einem Kanal, auf einem Account, weil nicht jeder hat für alles Interesse. Verstehe ich auch. Ich habe ja auch nicht an alle Formaten von anderen YouTubern immer das Interesse. Und dann ist es ein bisschen besser, wenn das einfach auf verschiedene Kanäle aufgeteilt ist. Und dann kann ich die Kanäle abonnieren, die mir persönlich zusagen. Und bin dann nicht immer genervt, wenn dann ein Video kommt, was ich dann doch nicht so zusagt. Und dann habe ich die Benachrichtigung so. Und so ist es einfach besser sortiert und ja, alle Kanäle, die ich habe und auch die von meinem Mann auf allen Social-Media-Plattformen, wo wir so vertreten sind, alles ist unten in der Infobox verlinkt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf allen Kanälen supportet. Ja, supporten ist ja kostenlos und man kann ja so viele abonnieren, wie man möchte. Das würde uns total unterstützen und man kann ja auch so viele abonnieren, wie man möchte. Da gibt es ja natürlich keine Höchstgrenze. Und ja, das war es auch schon mit meinem ersten Video hier. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen neuen Kanal hier auch abonniert. Morgen kommt ein Kaufland Food Hall, also so ein gemischter Food Hall, ehrlich gesagt. Wir waren noch kurz bei Netto online und dann verabschiede ich mich auch schon. Also so ein kurzes, knackiges erstes Video hier für mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.